Erwin Rasinger von der Volkspartei ist am Wort. Gestatten Sie mir, dass ich wenig zum heutigen Antrag sage, weil ich meine letzte Rede halte. Und meine letzte Rede halte ich nach 23 Jahren Parlamentszugehörigkeit, wo ich gleichzeitig auch 23 Jahre die Gesundheitspolitik der ÖVP gestalten durfte, zusätzlich zur aktiven Ordination, die ich ja weiter betrieben habe. Und mein Leitgedanke war, und da bin ich stolz, dass ich den, wo immer ich mitwirken konnte, durchgebracht habe, war eine Gesundheitspolitik für alle, unabhängig von Alter und Einkommen, weil das ja wesentliche Faktoren neben der ärztlichen Behandlung sind, die zu längeren Leben oder kürzeren Leben führen. Immerhin 11,8 Jahre, wenn man sehr arm ist und einen sehr niedrigen Bildungsgrad hat. Als Politiker habe ich immer sehr oft gehört, na, Rasinger, du als Arzt, das braucht man nicht, das ist vieles überflüssig, ineffizient, Ärzte sind schlecht. Das sagen aber meistens Menschen, die noch nie krank waren, meistens Jüngere. Wenn man selber einmal von einer Krankheit betroffen ist, dann weiß man, was Schicksal ist. Und dann ist man von einer Sekunde auf die andere angewiesen, dass Menschen, Politiker ein gutes System kreiert haben. Weil in einer Minute können sie kein System bauen, sie können keine Betten herzaubern, keinen Hubschrauber herzaubern. Sie brauchen schlicht und einfach ein gutes System. Und wir haben in Österreich meiner Meinung nach ein sehr gutes System, an dem ich 23 Jahre mitwirken durfte. Sie brauchen aber auch ein absolutes Vertrauen in Ärzte, in Pfleger, das zeigt ja der heutige Antrag. Sie brauchen aber auch gute Politiker mit Herz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viele erlebt. Ich habe auch in den Ministerien und Kassen sehr, sehr viele Engagierte erlebt. Letztendlich war es immer ein Bestreben, was Gutes zu machen. Wo stehen wir eigentlich international? Ich kann ja sagen, ich kenne praktisch alle Systeme der Welt und wir können stolz sein, dass wir meiner Meinung nach unter den besten 5 Systemen der Welt sind. Ich war vergangene Wochenende war ich in Rom und ich war erschrocken. Da war ein Bettler und ich habe ihn näher angeschaut und der hat ein massives Melanom auf der Wange gehabt. Etwas, was Sie in Österreich nicht mehr sehen. Und zur gleichen Zeit rief mich eine Angehörige einer Patientin an, die sagt, sollen wir die Mutter mit 92 Jahren noch mit einem minimalinvasiven Eingriff am Herzen operieren lassen? Die Chance sei ja 85%. Natürlich werden wir sie operieren und ich bin dankbar, dass wir da keine Abstufung machen, Alter oder Geld. Und jeder, der mal in Urlaub war, weiß, was es heißt, schnell nach Österreich, wenn es krank ist. Sollen wir uns das leisten? Ich glaube, die Frage stellt sich nicht in einem so reichen Land. Wir geben 3 bis 4 Milliarden weniger aus als Deutschland, Schweiz, vergleichbare Systeme. Ich glaube, kein Mensch von uns will nach Holland oder will nach England. Ich glaube, die Frage stellt sich nicht wirklich. Wir Ärzte, und ich bin Arzt, ich bin auch stolz, Arzt zu sein, sollten eine starke Stimme sein. Ich glaube, wir sollten auch sehr empathisch, mit hohem Können, aber auch mit viel Zeit unsere Patienten betreuen. Ich leugne überhaupt nicht Probleme. Ich habe genügend Probleme als Politiker durchstehen müssen, genügend Gesetze gemacht. Manche waren gut, manche waren weniger gut. Ich sage aber, wir haben natürlich Probleme. Zu viele Menschen liegen bei uns im Spital, weil wir zu wenig Fachärzte draußen haben, uns fehlen Krebsspezialisten mit Kassenvertrag, Kinderpsychiater, Psychiater, Schmerzarbeiter etc. Wir haben ein riesen Hausarztmangelproblem, das wie ein Gewitter über uns hereinbrechen droht. 40% weniger Bezahlung wird auf Dauer nicht gehen. Ein Drittel der jungen Absolventen verlässt Österreich und trotzdem bilden wir 3-mal so viel wie Harvard aus. Also da passt etwas in den Arbeitsbedingungen nicht. Ein Drittel beklagt Burnout-Syndrome und sagt, die Bürokratie nimmt ihnen die Zeit für einen Patienten weg. An all diesen Themen habe ich mitgewirkt und bin auch dankbar, dass mir Leute Vertrauen geschenkt haben. Er hat Busseck in die Politik geholt, Görg hat mir immer Vertrauen geschenkt, Schüssel war mein großes Vorbild. Aber ohne gute Mitarbeiter, wie meinen Mitarbeiter Philipp Hartig,
hätte ich das alles nicht schaffen können in der Ordination. Aber ich habe sehr tolle Gegenüber gehabt, zum Beispiel die Gabi Kotzecker von der SPÖ. Aber ich hatte auch nette Kollegen, ich muss ganz ehrlich sagen, Erwin Spindelberger, Dagmar Belakovic, Kollege Mückstein, Kollege Lorca, Hut ab, waren sehr konstruktive Partner. Letztendlich muss ich mich bedanken bei allen Ärzten, Pflegern und medizinischen Berufen, die tagtäglich der Leistung unter Zeitdruck in hoher Qualität erleben. Ich sage Ihnen am Schluss, der Satz von Schopenhauer gilt: Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist ohne Gesundheit nichts. Und deshalb, glaube ich, sollten wir alle im eigenen Interesse an einem sehr guten Gesundheitswesen arbeiten. ÖVP-Mandatar Erwin Rasinger verabschiedet sich mit dieser Rede nach 23 Jahren vom Parlament. Zwar gäbe es auch Herausforderungen für die Zukunft, generell gehöre das österreichische Gesundheitssystem aber zu den 5 besten der Welt.